Willkommen zum Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und das ist die 27. Folge von diesem ganzen Kurs. So, wir hatten in den letzten drei Folgen uns die Canvas angesehen, wie man Eigenschaften manipuliert auf der Canvas. Und diesmal wollen wir uns die Textausgabe ansehen. So, dazu gehen wir dann gleich mal hier in unser Programm hinein, was wir bisher geschrieben haben. So, das lassen wir jetzt hier auch alles. Das ist ein bisschen unübersichtlich, falls ihr jetzt eingestiegen seid, dann schaut euch bitte die letzten beiden Videos nochmal an. So. Und wir werden jetzt erstmal einen Text auf den Bildschirm bringen. Und zwar T1, das ist die Variable, die ich dazu verwende. Dann LW für die Variable, in der wir unsere Canvas, also die Leinwand, gepackt haben. Und dann schreibe ich einfach create-text und dann 10, sagen wir mal 200. Der Text soll sein Hallo Welt. Das ändern wir gleich noch. So, und das war's auch schon. So, und damit haben wir einen Text auf den Bildschirm gebracht. Gucken wir mal, wie das aussieht. Und ihr seht, es sieht nach gar nichts aus. Warum? Den ersten Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir müssen die Farbe definieren. Zurzeit ist sie nämlich schwarz. Schwarz auf schwarz sieht man nicht. So. Also gehen wir hinein und sagen, fill ist gleich. Jetzt nehmen wir mal hier unser Kürzel. Wir geben also keinen Hexadezimalcode ein, sondern ein Farbkürzel. Fill ist gleich weit. Und was sehen wir hier? Naja, er zeigt uns die Zeichenkette an, aber nur den Rest. Warum? Komischerweise gebe ich, wenn ich einen Text ausgebe, nicht die rechte obere Ecke an, sondern genau die Mitte von der Zeichenkette. Also ganz anders, als zum Beispiel der Punkt gezeichnet wird oder das Rechteck. Also nicht der Punkt, sondern der Kreis gezeichnet wird und das Rechteck. So. Und um das zu ändern, muss ich hier noch einen zusätzlichen Parameter setzen. Den kennt ihr auch schon, nämlich Anchor. Und mit Anchor sage ich, der Text soll von der linken oberen Ecke ausgegeben werden. Normalerweise ist er nämlich Center. Und dann gibt dieser Punkt hier vorne an, wo die Mitte von dem Text ist. Also wirklich die Mitte, das wäre dann hier irgendwie irgendwo bei O in der Mitte drin. So, und das will ich gerade nicht. Und dann setze ich, um die linke obere Ecke zu haben, North, West. North steht für oben und West steht für links. Also ihr kennt diese, oder ich habe ja schon darüber geklagt, über diese komische Bezeichnung. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und ihr seht, das steht jetzt wunderbar hier drin. Irgendwie möchte ich das jetzt aber ganz hier unten hin haben. Und hier haben wir gleich ein komisches zweites Problem. Wir wissen nämlich gar nicht, wie groß unsere Canvas ist. Wir haben die Größe nicht definiert. So. Und das möchte ich als allererstes verändern. So, und dann zeige ich euch gleich auch noch ein paar andere Sachen. Wir gehen jetzt hier oben in den Konstruktor von dem Canvas hinein und geben ein Width. Nee, wir machen es anders. So, ich zeige euch jetzt nochmal was. Und zwar möchte ich wissen, wie groß ist denn meine Canvas jetzt wirklich? Und das lasse ich mir mal auf meiner Shell ausgeben. Wie kriege ich die Werte von der Canvas zurück? Das geht ganz einfach, indem ich nämlich hier mal Width eingebe, eckige Klammer zu. Das ist das erste. Und dann nochmal LW, also ich rufe meine Variable mit der Canvas auf und übergebe dann in der eckigen Klammer die Namen von der Breite und der Höhe.
jetzt schließe ich das Ganze und jetzt müsste ich auf meinem, in meiner Shell ausgegeben bekommen, wie breit und wie hoch unsere Canvas ist. So, das, ich speichere das ab, ich lasse es laufen. So, und jetzt seht ihr hier, gibt er mir zwei Variablen aus, nämlich einmal 378, das ist die Breite, und 265, das ist die Höhe. Wie auch immer der da drauf kommt, aber hier haben wir sozusagen jetzt diesen Kasten. Das möchte ich jetzt umändern. Ich möchte nämlich die Breite, sagen wir mal, auf 400 setzen und die Höhe auf 300. So. Und dazu gehe ich jetzt wieder in mein Programm hinein. Ich lösche das Ganze jetzt mal hier. So. Und schreibe hinein, Width, Breite ist 400 und Height ist 300. So. Und dann kann ich den Text auch relativ gut positionieren, weil ich kann sagen, der fängt bei 280 an und wahrscheinlich wird der, das müsste man jetzt noch überprüfen, 10 Pixel hoch sein. Das heißt, der geht von 280 bis 290 Pixel. So, hier auf dem, auf der Canvas. Und dann müsste der schön unten links in der Ecke drin sitzen. Fantastisch. So, da sitzt er gut. Und jetzt zeige ich euch auch noch, dass man den schön umändern kann. Erstmal mache ich hier aus dem Text eine 0. Und hier oben gehe ich jetzt rein und schreibe lw.itemconfig und dann unsere Variable t1 und Text ist gleich, und das setze ich jetzt einfach mal auf den S-Wert. S-Wert ist schon ein String, hier muss ich also unbedingt einen String übergeben in der Konfiguration. S-Wert ist schon ein String und den gebe ich jetzt einfach aus. Und mehr brauche ich nicht. So, alles andere kann eben so bleiben. Das ist auch der Vorteil von diesem Item-Config. Ich muss nicht nochmal alles angeben, sondern alle Werte, die ich sonst gesetzt habe, die Position, die Farbe, in der das angezeigt wird, der Anchor, die bleiben alle gleich. Und damit habe ich jetzt sozusagen eine Textausgabe oder Werteausgabe auf meiner Canvas drauf. So, ich speichere das ab und ich zeige euch das so. Und jetzt seht ihr, hier habt ihr 0 und das müsst ihr jetzt parallel mit dem, was wir im Label an Wert ausgegeben haben, müsste das laufen. Und ihr seht, das läuft wunderschön parallel. Klasse. Genauso muss das sein. So, und damit habt ihr die Textausgabe. Bei der Textausgabe könnt ihr noch eine ganze Menge anderer Sachen machen, wie zum Beispiel nämlich, Moment, das muss ich jetzt selber nachschauen, weil so häufig mache ich das jetzt auch nicht. Ja. Also ihr könnt zum Beispiel angeben die Breite bzw. wie das gesetzt ist. So, na komischerweise, jetzt finde ich das gerade nicht. Ach doch, genau, Font. Oh, als ob ich es geahnt hätte. So, und das setzen wir jetzt mal auf, ich habe diese schöne Schriftart Blazed und die setze ich jetzt mal auf 50 und weiter möchte ich nichts machen. Ich könnte ja also, was weiß ich, Italic reinsetzen oder Bold hat Blazed jetzt nicht, dazu müsste ich eine andere Schriftart wählen. Und dann möchte ich das Ganze auch, weil das mir jetzt wahrscheinlich nicht angezeigt wird bei einer Schriftgröße von 50, das wird dann abgeschnitten durch den Rand, setze ich das Ganze ein bisschen höher, dass der mir den ganzen Font anzeigt. So. Ja, und ihr seht, hier hat er eine schöne 0. Ah, ist noch nicht ganz drauf. Das liegt wahrscheinlich an dem Zeichentyp, da müsst ihr gucken. Und ihr seht,
Das ist nicht ganz sauber, was der mir dort macht. Das ist der Nachteil von solchen Schriftarten, die dann so irgendwas Besonderes angeben. Also er zählt hoch, mal sehen, ob er, ja, also zumindest das macht er. Also es bleiben hier so manchmal so Sachen hier hinten stehen. Aber wenn ich zum Beispiel wechsle von der dreistelligen Zahl auf die zweistellige, dann löscht er mir das schon sauber. Das ist doch schon mal zufriedenstellend. Aber, na gut, okay, also hier hat das jetzt nicht gemacht. Mal sehen, wo da gelandet ist. Ja, also da seht ihr, das ist nicht ganz sauber. Wenn ihr die regulären Schriftarten verwendet, arbeitet der aber für gewöhnlich sauber. Also hier wollte ich euch mal zeigen, wie das ist, wenn man irgendeine Schriftart nimmt. Das macht er auch, aber da müsst ihr so ein bisschen nacharbeiten. Das könnt ihr machen, indem ihr, bevor die Schrift ausgegeben wird, vorher alles, was dahinter ist, zeichnet. In diesem Fall würdet ihr einfach nur ein schwarzes Rechteck nochmal drüber setzen und dann erst die Schriftausgabe machen. Gut, okay, aber jetzt habt ihr erstmal, wisst ihr, wie ihr das machen könnt. Ihr könnt die Koordinaten setzen, ihr könnt den Text setzen, den könnt ihr auch verändern. Wie ihr oben gesehen habt, ihr setzt die Farbe, mit der das gezeichnet wird. Achtet bitte auf den Anchor. Ich denke, das wird euch am Anfang sehr irritieren, wenn ihr dann anfangt, Grafikelemente und Text zu kombinieren. Achtet darauf, NW wäre eben wirklich die linke obere Ecke, von der aus das gezeichnet wird. Und ihr könnt natürlich auch den Font ändern. Und da habe ich euch eben gezeigt, worauf ihr dort achten müsst. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr seid weitergekommen. Ihr habt jetzt mehr Ideen, was ihr mit dem Canvas machen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann zeige ich euch, wie man Bilder auf den Canvas ausgibt.